Oh nee, bitte nicht schon wieder. Mann, oh Mann, oh Mann. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem heute Abend mal schicken Thorsten. Ich bin nämlich fast gerade so von der Arbeit gekommen, also ich bin schon ein Stündchen hier, hab dann aber nur rumgequatscht. Und ihr seht das hier, ich bin heute am Tablet und habe schon wieder Verbindungsfehler gehabt. Glücklicherweise nicht in einem Clankriegsangriff. Glücklicherweise nicht in einem Clankriegsangriff und mein Tabby ist jetzt eigentlich auch, ja, es ist wieder ganz nett. Ganz nett verbunden und ihr seht auch die Uhrzeit. Ich nehme manchmal ja ultra spät auf. Das war nicht so schlimm, denn ich bin so ein bisschen, ihr habt es im Thumbnail gesehen, in einer Zwickmühle. Ich bin so ein bisschen in der Zwickmühle, denn ich wollte euch eigentlich schöne CK-Angriffe zeigen aus den Clans, wo ich so abhänge und. Aber die Suche dauert zurzeit total lange. Beim Clan Herausforderer haben wir, glaube ich, 8 Stunden, glaube ich, gesucht, bevor wir dann Gegner gefunden haben. Und in dem Clan, wo ich mit Thorsten im Moment bin, da suchen wir seit heute Morgen um 10 Uhr einen Clan-Kriegsgegner. Ich weiß nicht, was im Moment los ist hier bei Clash of Clans. Und dann habe ich natürlich überlegt, ha, jetzt kannst du deinen Zuschauern gar keine Angriffe zeigen. Also machst du mal selber einen. Oder aber wir hauen uns ein Rad aus hoch, denn ich weiß auch da im Moment nicht, was ich machen soll. Avatar geht auf 11 und eigentlich müsste der Tote auf 8 gehen. Einer meiner Bengel müsste auf 10 gehen, damit ich auch wieder ein Rad aus 10 für euch habe. Dann habe ich aber keinen Max 9er mehr. Wenn ich jetzt beide Brüder auf 10 mache, dann habe ich keinen Max 9er mehr für euch und. Also alles Überlegungen, die mir alle so heute im Kopf rumschwirrten. Aber wir sind hier immerhin aktuell in einem Clankrieg und wir gucken mal, was schon geschehen ist. Okay, wir haben 7 Sterne, 3 Angriffe. Wir gehen mal in eine Wiederholung rein. Ich muss einfach ein bisschen warm werden. Finger müssen so ein bisschen warm bleiben, beziehungsweise warm gemacht werden. Und wir schauen mal, wer sich hier so schlägt. Ich hole mal das Bild nach vorne. Das ist, glaube ich, etwas einfacher. Dann gucke ich doch mal ein bisschen öfter in die Kamera. Mal sehen, wie der HMG das hier gemacht hat. Ist ein zweiter Account. Ich weiß gar nicht von wem hier, vom Kaiser oder von irgendeinem. Und wir schauen mal wieder hier mit den Rathaus 9er, beziehungsweise es ist ja Rathaus 9, wie er hier vorgegangen ist. Also erstmal kleines, eigentlich geht der Golem ja vor und alle anderen Truppen sollen dann dahinter sein. Jetzt tanken natürlich alle anderen Truppen und der Golem macht im Moment gar nichts. Das war vielleicht ein bisschen suboptimal an der Stelle. Hat jetzt selber einen Fries dabei gehabt, so wie ich das sehe. Ist das so? Oder hatte er in der Clanburg so einen eisigen? Das sehen wir noch mal am Ende. Und den Rest erledigt er hier jetzt mit den Hawk Ridern. Okay. Ja, ab und zu muss ich jetzt natürlich nach unten gucken, weil mein Tablet ist leider hier unten. Ich muss mir das vielleicht auch mal ein bisschen höher bauen. Aber dann habe ich die Hände auch irgendwie so doof hoch. Mal sehen. Es müssen viele Veränderungen, glaube ich, stattfinden in diesem Jahr. Und eine kleine Veränderung werdet ihr auf jeden Fall heute schon feststellen. Vielen lieben Dank übrigens für die vielen neuen Abonnenten. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen, die hier so reintrudeln, muss ich sagen. Und aber aller herzlichsten Dank dafür, für den Support. Finde ich natürlich sehr, sehr nett. Und aber so ein bisschen muss ich sagen, bin ich, ja, wie gesagt, ich bin in der Zwickmühle. Was mache ich eigentlich weiter? Ich muss mir das mal ganz, ganz tief überlegen, wie wir hier weiter vorgehen. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp. Und könnt das hier da ist das immer, nee, stimmt gar nicht, da in die Kommentare reinpinnen, beziehungsweise unten in die Kommentare reinpinnen, was ich eigentlich so machen könnte mit meinen Rathausstufen. Ich meine, ich hab immer ganz gerne ein Rathaus auf allen Stufen, wo ich euch auch ein bisschen Low-Content zeigen kann. Ich will nicht, das ist nicht abwertend, Low-Content. Mit Low-Content meine ich Rathausstufen abseits von 12, 11, 10, 9. Also auch mal wieder gerne ein Rathaus 8, denn die bespiele ich ja eigentlich auch ganz gerne. Die Accounts sind auch mein 7er, den Toto selber bespiele ich auch ganz gerne. Aber ich mache da einfach ein bisschen zu wenig in den Folgen dann. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen im Zwiespalt. Toto, was machst du eigentlich? Immer nur High-End? Möchte man ja vielleicht auch nicht sehen, denn da draußen weiß ich, an den Fernsehern gibt es immer wieder auch Leute, die jetzt gerade mit Clash of Clans vielleicht anfangen oder aber für ihr Rathaus so ein paar kleinere Tipps und Tricks. Ich meine, ich bin auch nur ein Casual-Spieler und handle sehr, sehr häufig aus dem Bauch raus. Und
Aber so für das eine oder andere habe ich dann ja doch schon eine Taktik parat. Wie kann man es eigentlich machen? Und deswegen ja, müssen wir einfach mal gucken, wie wir dort, wie ich da mit meinem Account weitermache. Ich habe noch etliche Siebener im Petto. Das kommt noch dazu. Und denn gerade so bis Rathaus 7, 8 geht das unheimlich schnell mittlerweile bei Clash of Clans, das wisst ihr selber. Und deswegen geht da sicherlich noch ein bisschen mehr. Aber also die, wie gesagt, die suchen. Ich weiß, ich habe da keine Antwort mehr drauf. Ich habe keine Antwort mehr drauf. Ich glaube, unser Clankrieg bei dem Herausforderern fängt heute Nacht irgendwann an, um 12, 1, 2 oder sowas. Also auch da hat die Suche nur für einen 30er Clankrieg extrem lange gedauert. Also irgendwas ist da im Busch, habe ich so ein bisschen das Gefühl, bei Clash of Clans zurzeit, was die Suchen angeht. Vielleicht habt ihr da was oder dauert bei euch ähnlich lange oder vielleicht gibt es auch schon einen Clan, der schon seit einem Tag vielleicht einen Clankrieg sucht. Und schön gemacht hier von Silent. Diesmal mit einer anderen Kombi, wir haben ja glaube ich gestern gesehen, mit Hogridern, heute mit Riesenhexenbowlern. Und ich muss jetzt aber auch angreifen, denn die Leute warten hier schon so ein bisschen auf mich. Allerdings haben wir schon 7 Sterne gemacht. Hier haben wir einen Stern von Tamre. Mal sehen, ist das, doch, das ist 11 auf 11, okay. Mal sehen. Das eigentlich, ich hätte fast gesagt, eigentlich finde ich es gut, dass ich euch das auch mal zeigen kann. Denn wir haben ja jetzt gestern oder die ganze Zeit auch auf anderen Kanälen, seht ihr das, mit den Fledermausangriffen hier gehadert. Und ich glaube, die waren nicht so nett aufgeteilt hier. Die haben ja zwar was rausgenommen, aber das, glaube ich, Wichtigste haben sie nicht rausgenommen. Nämlich die Adlerartillerie und hier vielleicht ein Inferno. Aber der eine ist sowieso auf Multi, das kannst du vergessen mit den Fledermäusen. Und der andere ist noch auf Single. Viele stellen im Moment um auf Multi-Infernos. Und um genau diesen Angriffen so ein bisschen zu entgehen, dass denen nämlich irgendwo was kaputt gemacht wird in der Base, also gerade so ein Inferno-Turm, um dann nicht irgendwo Gefahr zu laufen, dass der jetzt überhaupt nicht mehr mitballert, denn der ballert hier ganz gut, muss ich sagen. Jetzt kommt natürlich auch ganze Masse an Clanburg raus und diese nervigen Skelette, gerade für die Drachen, die drehen sich dann immer, die Drachen, und pusten da in diese Richtung, wo die Skelette sind. Also auch schwierig. Und ihr seht das, er hatte auch eine ganze Masse jetzt schon an Drachen verloren durch diese Aktion, denn sie sind so ein bisschen nach außen geflogen, da war dann vielleicht nicht so gut gefunnelt an der Stelle. Jetzt geht es hier zwar noch Richtung Rathaus, aber die fliegen jetzt alle hier hinten lang. Ihr seht das hier. Und das ist natürlich dann nicht so schick, dass sie jetzt einmal so ein erstmal so ein bisschen innerhalb der Base rumfliegen und danach erst eigentlich zum Ort der Begierde kommen. Und das ist das Rathaus hier, wenn man hier Clankriege spielt. Also, naja, jetzt hat er hier zwar noch einen Drachen, hat er drin, aber draußen ist natürlich alles, ist leider alles gestorben. Und ich meine, es ist dann nur der Multi-Inferno, aber leider macht er auch nur Schaden, nämlich dauerhaft, wenn er erstmal auf einem Ziel ist. Und deswegen ist das hier nur ein Stern geworden. Er hätte jetzt noch ein Gift, über den Gift hätte man natürlich nehmen können, bei den vielen Hexen und die vielen Skelette, die Hexen gespawnt haben. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es ist jetzt eine Aufnahme, das ist immer so, es ist jetzt eine Aufnahme. Wenn mir jetzt die Leitung flöten geht, dann geht mir der Angriff hier auf Flöten und ich gehe noch mal kurz in mich und dann würde ich sagen, vielleicht restarte ich das Tablet auch noch mal. Puh, mal gucken. Okay, gehen wir mal rein in die Base hier und tatsächlich kann ich jetzt mal meinen Plan vorgeben, beziehungsweise ich kann mal meinen Plan sagen, was will ich eigentlich machen. Ich will diese Base hier mit einem Luftangriff machen. Das ist ein etwas älteres Design und allerdings ist eine Sache dabei, die mich so ein bisschen stört, hier nicht nur ein Golem zu nehmen, sondern zwei Golems zu nehmen. Das ist vor allem der X-Bogen hier, der sehr, sehr tief steht. Zu dem muss ich erstmal hinkommen. Und was mich hier noch stört, ist der Magierturm hier. Denn der steht genau so, dass da ganz, ganz sicher irgendwie meine Mauerbrecher drin verrecken. Habe ich das Gefühl. Aber wenn ich meinen Golem in Richtung des Bogenschützenturms schicke, von hier über die Kaserne, dann müsste der, ja, der wird zur Kanone gehen. Der wird ja zur Kanone gehen, weil das ist die nächste Abwehr hinter der Mauer. Und wenn ich hier meine Mauerbrecher setze, dann werden die den Flächenschaden vom Magierturm nicht überleben. Ich habe dann dafür eigentlich immer einen Sprung.
Beziehungsweise eigentlich will ich den Sprung ja so hier irgendwo setzen, damit ich hier weiter in die Base komme, um die hier zu schaffen, nämlich die Queen. Und nächstes oder überhaupt noch ein anderes Ziel ist natürlich auch der Feger. Das heißt also, wir können auch, ja, ich würde mal sagen, wenn wir den Goli hier setzen an der Kaserne, dann ballert auf jeden Fall alles Richtung Golem, also sowohl der Bogenschützenturm hier als auch dieser Bogenschützenturm hier. Und die Kanone, der X-Bogen wird natürlich die ganze Zeit ballern und deswegen ist es mir, glaube ich, lieber, dass ich zwei Golems dabei habe, danach das ganze Ding hier mit Luft überfliege. Allerdings steht der Feger auch gar nicht mal so schlecht, also die Base hat noch ein altes Design, aber die Feger stehen sehr, sehr gut und ich muss mal sehen, wie ich dann meine Hunde hier und meine Loons dann in diese Base reinkriege. Aber ich würde sagen, wir geben einen Angriff rein. Ihr seht meine Armee hier. Das ist jetzt Rathaus 9 hier. Also das war einfach nur mal so ein bisschen. Viele schreiben mir immer, mach mal eine Taktik und mach mal eine Taktikfolge. Ja, das könnt ihr jetzt mal abstempeln als Taktikfolge hier. Und wir haben überall einen grünen Haken. Und dann gehen wir ruhig mal rein. Ich gucke jetzt allerdings während des Angriffs nach unten und nicht in die Kamera. Denn ich muss mal sehen. Ach nee, ich habe nur einen Golem dabei. Ich habe ja doch nur einen Golem. Ich habe zwei Hunde dabei. Okay, ich habe zwei Hunde dabei. So war's. So war's. Also, ich habe doch zwei Hunde. Entschuldigt bitte. Ich habe nicht zwei Golems. Ich habe zwei Hunde dabei. Und dann schauen wir mal rein. Das, was ich in jedem Fall machen muss, ist, dass ich die Bauhütten hier nicht vergesse. Und dann gehen wir jetzt an der geplanten Stelle hier rein. Der Golem muss jetzt allerdings erstmal so ein bisschen dort gelaufen sein, damit ich. Oh, was kommt da denn? Okay. Ah, das ist nicht so schlimm. Den haben wir in jedem Fall gegiftet. Und allerdings wollte ich ja auch ganz gerne in die Base reinkommen hier. Und wollte da meinen Sprung ansetzen. Ja, das geht noch. Das ist noch ganz in Ordnung. Jetzt zücke ich mal meine Bowler hier, dass die auch mit in die Base reingehen. Und der Chefkoch hier geht. Ah, der geht auch mit rein. Okay, der Chefkoch geht auch mit rein. Aber ist mein Sprung da jetzt schon weg? Alter, wo ist denn mein Sprung gewesen? Oder ist er schon ausgelaufen? Den habe ich doch. Ich habe doch den Sprung jetzt eben gesetzt oder täusche ich mich da? Okay, wir haben aber eine Luftabwehr schon mal geschafft. Und auch den einen Feger haben wir weg. Das waren ja zumindest die Ziele hier. Dann gehen wir hier jetzt trotzdem mal mit unseren Hunden hier rein. Die sollen erstmal darauf fliegen. Und ich darf natürlich nicht meinen King vergessen. Das habe ich auch nicht gemacht. Allerdings muss ich dazu sagen, muss jetzt erstmal der Feger da weg sein, bevor ich jetzt hier wieder mit einem Hund reinkomme. Den schicke ich jetzt auch mal ganz bewusst vor Front rein, denn der Feger musste in jedem Fall hier weg. Habe ich da noch einen Hund am Leben? Oh, das wird wieder einer der typischen Toto-Fails, oder? Müssen wir mal schauen. Clean up da und hier oben einmal. Eieiei, die Skelette da. Eieiei, das wird eine ganz enge Kiste. Komm, komm, komm. Ja, der ist mir noch aufgeplatzt, das ist ganz gut. Dann setzen wir hier nochmal ein und mal sehen, ob ich genug Cleanup habe. Ein Bogenschützenturm, der stört mich jetzt nicht so wirklich. Aber eine Minute, 3 Sekunden, 2 Sekunden, na, mal gucken, das könnte mit dem Cleanup doch noch klappen. So eine Minute. Was habe ich hier hinten? Da ist der Magier. Jawohl. Kein Traul, Tesla. Also gilt es jetzt nur, diese Zeit zu überstehen. Also so kann man es machen. Und allerdings habe ich jetzt ein bisschen Pech, dass ich nur so hier und da so ein paar kleinere Welpen habe. Hier habe ich einen Magier. Ich habe glücklicherweise nichts mehr in der Base hier zu zerstören. Denn dann könnte es mit der Zeit doch ein bisschen eng werden. Und die Ballons sind jetzt auch wirklich, wirklich langsam. Also den muss ich mir gleich nochmal ganz, ganz in Ruhe angucken. Aber 30 Sekunden, das wird ein Time-Fail. Das wird ein Time-Fail, Toto. Ach, sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. 22 Sekunden. Ach, könnt ihr nicht ein bisschen mehr PS machen da? Mann, Mann, Mann. Ich meine, Schaden machen sie ja genug. Aber leider fehlt jetzt gerade mal so ein bisschen, glaube ich, der Speed hier in der Base. Oder schaffen wir das doch noch? 8 Sekunden, 7 Sekunden. Oh nein. Och, Toto. Oh, Scheiße. Es ist doch so oft in meinen Folgen und auch in meinen Live-Angriffen. Es ist nicht die Mutter der Angriffe. Die Mutter der Angriffe ist 99% und das Rathaus steht in der Mitte. Aber hier den Timefail wieder hinzulegen, okay, wir sind uns einig, es sind 3 Sterne. Und ich denke mal, unser zweites Rathaus 9 macht den. Ich werde mit dem zweiten Angriff hier
glaube ich, dann nur noch scouten und ich warte jetzt einfach mal auf den HMG. Vielleicht sehen wir seinen zweiten Angriff, denn der steht schon in den Startlöchern hier. Ach, sehr ärgerlich. Einmal so ein bisschen Punkt, 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 Punkt. Ja, das ist so das Zeichen für, das war ja komisch und mau. Also lassen wir uns ein paar Bowler geben und ich warte jetzt mal ab auf den HMG. Dass der seinen zweiten Angriff hier drauf macht, den kriegen wir in jedem Fall in diese Folge noch mit rein. Gott, wie lange hat das jetzt gedauert? Alter Falter. Okay, der HMG hier ist hier jetzt live und wir sind in jedem Fall live dabei. Ich hatte ihm jetzt eben noch geschrieben, er soll meinen Angriff einfach kopieren. Nur ein bisschen mehr Cleanup mitnehmen, mal sehen, ob er sich dran gehalten hat. Ist zwar sehr ärgerlich, aber dafür haben wir hier unten, wir sind im Moment auch wieder nur zwei Neuner hier unten. Der Rest ist dann Rathaus 10 und höher. Seine Mauerbrecher haben es nämlich jetzt nicht geschafft, da ihr habt das gerade gesehen, Mauerbrecher-Fail. Und genau für diesen Zweck hatte ich eigentlich einen Sprung dabei. Aber ihr braucht mir nichts in die Wehe. Ich schreibe mir einer in die Kommentare rein. Toto, du hattest einen Heilzauber dabei und keinen Sprung. Ja, ich weiß. Ich habe es nämlich dann gesehen im Nachgang. Ich hatte einen Heilzauber dabei. Er hatte aber einen Sprungzauber immerhin für den King dabei. Wo ist die Queen? Wo eiert die rum? Ah, okay, die eiert da hinten rum. Aber die Clan-Druck ist schon mal weg. Und eine Luftabwehr ist weg. Und er kommt jetzt auch hier von der Seite rein. Er will bestimmt ein bisschen die Queen schützen. Die hat er nämlich schon gezündet. Okay, oh, die überlebt auch gerade so. Alter Falter, ja. Also, ich habe es im Nachgang gesehen. Ich habe einen Heilzauber dabei gehabt und keinen Sprungzauber. Sind wir ehrlich, mit Sprungzauber wäre es ein Dreier gewesen. Naja, egal. Mal sehen, ob er das hier jetzt etwas besser macht. Hier sind die Teslas sind noch nicht Max. Das ist vielleicht auch noch ein kleiner Vorteil. Seine Helden sind ein bisschen größer. Queen ist jetzt doch gestorben in irgendwas. Jetzt müssen es hier auch die Loons und der Hund reißen. Der muss in jedem Fall noch platzen. Okay, das war super, dass der geplatzt ist da. An der Stelle, da hinten wird der X-Bogen weggemacht. Das sieht schon mal deutlich besser aus, auch von der Zeit aus, als bei mir. Ich habe ihm gesagt, ein Loon weniger, etwas mehr Clean-Up. Ich glaube, das wird auch was, hat er gut gemacht hier. Und wir sind uns einig, zeitmäßig ist das hier in jedem Fall im Rahmen. Also ja, ich weiß, ich habe einen Heilzauber mitgehabt und keinen Sprungzauber. Er hatte dafür den Mauerbrecher fehl, der King hat es aber dann gerissen durch die Mauer. Also irgendwo muss man dann improvisieren. Und ich denke mal, saubere Sache hier, Rathaus 9 auf 9. Also heute haben wir nur 9er Angriffe. Okay, er hat jetzt den letzten Stern rausgeholt. Ist natürlich für mich auch sehr, sehr ärgerlich, aber ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ich wollte den Angriff in jedem Fall reinhaben und kann auch jetzt tippen, sauber oder irgendein Smiley hier reinmachen. Was sind denn meine gängigsten Smileys hier? Der Telefonhörer ist es nicht, sondern hier so einer. Zack, hat er gut gemacht. Und wir sehen uns in jedem Fall in dieser Woche mit einigen Folgen Clash of Clans wieder. Heute Nachmittag kommt noch eine Folge Wurstzahl für euch. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, natürlich könnt ihr mich, da heißt es diesmal, abonnieren, Glocke nicht vergessen und wenn es denn auch geht, einen Daumen nach oben da lassen. Sehr, sehr gerne. Bis dahin, euer Toto. Clasht.